Genau, jetzt hast du beschrieben, was sozusagen im Inland sich bewegt oder nicht. Und die Frage ist jetzt, wie ist es denn zu dieser Auseinandersetzung, zu den Wirtschaftssanktionen also von den USA gegenüber der Türkei gekommen? Was hat das mit der Krise zu tun? Wir wissen ja alle, die Trump-Administration hat relativ wenig Probleme damit, Zölle zu verhängen, um handelspolitische Entscheidungen durchzusetzen. Aber die Zölle, um die es jetzt geht, haben damit nichts zu tun, weil hier geht es natürlich einerseits außenpolitisch einfach darum, dass sich die Türkei und die USA über Nordsyrien, Rojava, uneinig sind. Die USA sind ja jetzt nun auch nicht unbedingt sozusagen die antikapitalistische Macht, die in tiefer Liebe zu Rojava sozusagen handelt, aber sie haben relativ wenig Interesse daran, dass die Region unter syrisch-iranischen Einfluss fällt oder dass da neue dschihadistische Milizen aufpoppen. Afrin war noch das maximale Zugeständnis, weil das sozusagen jenseits des US-amerikanischen Interessensgebietes lag. Das heißt also, hier geht es einerseits um geopolitischen Konflikt. Andererseits müssen wir natürlich auch sehen, dass der Pastor, der amerikanische, in den USA innenpolitisch zu einem wichtigen Symbolfall hochgekocht wurde, dass sozusagen die Figur in den USA natürlich dann auch für Teile des christlich-rechten Spektrums zu einer Symbolfigur hochgekocht wurde, dass sozusagen in den USA bald auch wieder Wahlen anstehen und die Trump-Regierung dort auch einen außenpolitischen Erfolg möchte. Und dafür hat sie dann einfach die, na, Sanktionen verhängt. Es wäre natürlich eine andere Deutung zu sagen, sie wusste nicht, was sie tat. So hat sich die USA verhalten oder verhält sie sich? Wie verhält sich Deutschland und Europa? Versuchen vielleicht die europäischen Staaten ja möglicherweise Profit aus dieser Krise in der Türkei zu ziehen? Naja, wir müssen uns erstmal verdeutlichen, dass mit dem Profit aus der Krise zu ziehen, hängt auch stark davon ab, wie tief die Krise denn wirklich wird, was noch alles auf uns zukommt. Das heißt, Erdogan zum Beispiel möchte natürlich jetzt alles tun und auch die AKP, um irgendwie die wirtschaftliche Krise zu managen. Die wissen natürlich, das wird mit rein wirtschaftspolitischen Instrumenten nicht gelingen, weil dafür haben sie, dadurch, dass sie nicht den Weg über den IWF gehen möchten, zu wenige Instrumente in der Hand. Heute hat auch die EU gesagt, ja, sie möchte kein großes Türkei-Rettungspaket schnüren. Bilaterale Übereinkünfte mit Deutschland, Russland, China über Investitionen werden aber nicht reichen, um die Krise zu beseitigen. Dafür ist sie einfach zu tief. Was die türkische Regierung natürlich tun kann, ist zu sagen, die Krise ist so tief, dass bei ihrer Eskalation ihr Europäer, ihr Deutschen selber davon mit erfasst sein wird. Das heißt also, ich drehe sozusagen das eigene ökonomische Problem in eine politische Waffe. Und da kommen wir eigentlich an den Punkt. Es gibt eine immense Kapitalverflechtung zwischen Deutschland und Europa. Deutsche Linke, wenn sie von Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Türkei und Deutschland redet, ist meistens, naja, fokussiert auf Waffenlieferungen, auf einzelne Projekte und übersieht dabei eigentlich das, was wirklich
quantitativ viel relevanter ist. Mit Stand März 2018 hatten von den über 250 Milliarden privaten Auslandsschulden, die die Türkei hat, wurden über 80 Milliarden in Form von Privatkrediten von spanischen Banken gehalten. Französische Banken 35, italienische Banken 18 Milliarden, deutsche Banken 12,7. Ich könnte noch weitere europäische Länder nennen, da ist es auch immer so um die 10 Milliarden. Das heißt also, da geht es in den dreistelligen Milliardenbereich. Die USA halten übrigens nur 18 Milliarden Banken. Das ist auch der tiefere Grund, warum Donald Trump viel radikaler gegen Erdogan auftreten kann, als sagen wir mal Angela Merkel, weil meine rhetorische Einlassung von vorhin, die USA wissen nicht, was sie tun. Doch, sie wissen, was sie tun. Sie haben eben andere Interessen. Sie sind anders integriert. Sie können sich eine härtere Gangart gegenüber der Türkei erlauben. Aber jetzt die Frage, warum ist es für europäisches Kapital so gefährlich? Südeuropäische Banken zum Beispiel haben nicht nur einfach Kredite in die Türkei vergeben, sondern haben sich in den 2000er Jahren auch gut in den türkischen Bankensektor eingekauft, halten also Anteile an türkischen Banken, die dann teilweise bei einzelnen Banken ein Drittel zum Gewinn beitragen. Und wir kommen also hier an den Punkt, wo wir sagen können, im Falle einer unkontrollierten Kriseneskalation kann auch ein Wiederaufleben einer europäischen Bankenkrise drohen. Wir müssen bedenken, naja gut, Italien hat auch gewisse ökonomische Probleme. Wir müssen bedenken, es gibt auch noch andere Schwellenländer zurzeit, die in ähnlichen ökonomischen Krisen sind. Ich möchte gar nicht wissen, was europäische Banken dort an Geld investiert haben. Es ist natürlich auch gar nicht klar, welche Dimensionen die Krise erreicht, weil das hängt eben davon ab, wie sich der Wechselkurs weiterentwickelt, wie groß die Konkurswelle wird. Also sehen wir eben den Punkt, wo seitens der politischen Eliten großes Interesse an Krisenmanagement besteht. Ich denke sogar auch weniger an direkten, unmittelbaren Profit aus der Krise tragen, als vielmehr an Krisenmanagement. Das heißt natürlich nicht, dass aus Sicht von europäischem Kapital natürlich sich neue interessante Investitionsfelder auftun. Wenn zum Beispiel eine Bundesregierung sich mit der Türkei darüber einigen sollte, dass deutsches Kapital in der Türkei investiert werden muss, auch damit sozusagen durch beständigen Kapitaleinfluss ins Land der Wechselkurs wieder steigt und man dann sich nach gewissen Sektoren umsieht, wie beispielsweise Eisenbahnsektor, da wurde im letzten Jahr nicht viel investiert, ganz anders als im Bausektor sonst wo. Wenn man Konstruktionen baut im Sinne von, wir helfen euch bei der Erneuerung des Eisenbahnnetzes, geben euch Hermesbürgschaften und hoffen damit sozusagen durch Kapitalinvestitionen ein bisschen das Land zu stabilisieren. Aber da ist der Punkt eben auch der, das mag dann vielleicht für einzelne europäische Unternehmen Gewinne bringen, aber das wird auch nicht reichen, um sozusagen jetzt die Wirtschaftskrise in der Türkei zu lösen. Also wir können es letztlich sagen, die Lage ist extrem fragil, sie ist eben ökonomisch fragil und sie ist dadurch fragil, dass die Konzentration der politischen Macht unter Recep Tayyip Erdogan jetzt das Management der Krise deshalb erschwert, weil viele Entscheidungen sozusagen jetzt direkt mit dem Präsidenten in Verbindung gebracht werden können und dann einfach das Problem da ist, dass es belastet die populare Legitimation, es belastet die Legitimation auch unter den Eliten.
Und Erdogan konnte den Putschversuch 2016 überstehen, weil er in gewissen Kreisen eine populare Legitimation hatte und weil die ökonomischen Eliten ihn als alternativlos angesehen haben. Und das ist eben die Fragilität in der Sache. Das heißt, wie siehst du seine Zukunft? Ich würde behaupten, das AKP-Regime hat seine größtenteil seiner Zukunft hinter sich. Aber das Problem ist nicht das AKP-Regime allein. Wir haben in der Türkei auch durchaus eine konservative Hegemonie, die sich in immer neuen Formen neu artikuliert und die ist über Jahrzehnte ziemlich gleich geblieben. Und die AKP ist nur eine Varianz dessen. Viel wird ihnen jetzt davon abhängen, welche Leistung sie in der Krisenregulierung bringt. Der Punkt ist aber der, sozusagen, um eigentlich die Krise relativ erfolgreich zu regulieren, müssten sie wahrscheinlich viel politischen Einfluss abtreten und würden damit indirekt eine Regimetransition einleiten. Jetzt nicht unbedingt eine emanzipatorische Regimetransition, aber wenn sie beispielsweise irgendwann an den Punkt kommen, wo sie merken, sie haben jetzt einmal in der ganzen Welt um Alternativen zum IWF gebettelt, die aber nicht bekommen, dann landen sie am Ende genau dort. Und wenn sie mit dem IWF ins Geschäft kommen wollen, dann müssen sie aber sich zu gewissen Reformprogrammen verpflichten, dann müssen sie sozusagen auch eine stärker unabhängige Bürokratie erlauben, die jenseits des Einflusses des Präsidenten und der AKP agieren kann, dann stärken sie sozusagen gewisse technokratische Eliten und das wollen sie nicht. Und das ist eben die Falle, in der sie sitzen. Eine Falle, in der auch viele türkische Regierungen in den letzten 60 Jahren immer wieder gesessen haben. Okay, das heißt, wie du schon gesagt hast, die meiste Zukunft von Erdogan liegt schon hinter uns. Hoffen wir das. Vielen Dank für deine Erläuterungen.